Hallihallo und willkommen zurück zu Herr der Ringe. Ja, es ist schon wieder einen guten Monat her, wenn nicht sogar noch mehr. Wir hatten letztes Mal aufgehört in dieser Höhle von Kankra und ich habe mich sehr dumm angestellt, wie ich mitbekommen habe, weil ich glaube, ich hatte letztes Mal aufgehört und gesagt, ich suche mir irgendeine Lösung, weil ich so dumm war und Sam die ganze Zeit wegen Kankra gestorben ist. Und während ich die Lösung gesucht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass es auch einfach geht und ich auch selber drauf komme. Naja, ich habe hier mal kurz Pause gemacht, weil ich bin hier schon mittendrin, also am Anfang von der Höhle, weil ich keinen Bock hatte, dass ihr jetzt nochmal alles den ganzen Scheiß damit angucken müsst. Und ich habe jetzt nur mal kurz pausiert, damit ich hier in Ruhe reden kann. So. Machen wir mal die Spinnen weg. Mach mal. Ja, es hat jetzt mal wieder ein bisschen länger gedauert mit Aufnehmen, weil ich ja generell nicht aufnehme, wenn meine Freundin da ist, weil ich dann genug anderes tun habe, würde ich meinen. Ich hatte zwar eigentlich vorgehabt, vielleicht sogar mit ihr zusammen aufzunehmen, aber irgendwie hat sich das dann nicht ergeben, weil wir zusammen Terraria gesuchtet haben. ja. Huch. Ich Ich muss lasse dich mich nicht im Stich. erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Ah ja, genau. Alles klar. Achso, ich muss ja mit dem Schwert den Haltet auf! befreien. Ich muss mir einen Weg bahnen. Ja, ich habe mir einfach gedacht, warum tue ich nicht meine ganzen Soldaten zu Danke, Kankra dass ihr mich schicken? gerettet habt. Ich dachte, das würde nicht überleben. Und Sam bleibt dann einfach weiter hinten stehen, sodass sie Bitte, ihn Hobbit, helft mir, meine Kameraden gar zu nicht finden. Ich angreifen muss wissen, kann. ob sie noch leben. Wisst ihr? Also, zumindest ist das meine... Warum tut es schon wieder... Ich habe das doch extra angemacht, dass das nicht mehr leuchtet. Und das stört mich auch, hör auf zu leuchten. Ich will hier nichts nehmen. Nein, ich will das nicht nehmen. Ich warte auf 10, dann... Ach nee, ich muss ja... Eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn ich das nehme und dann... Ich muss das sowieso nehmen. Ich nehme... Ach, warum nicht? Ich will ja dann diese Geister haben. Die Armee der Toten. Ja, jedenfalls, wir hatten alles andere zu tun, als aufzunehmen. Deswegen ist es einfach nicht geworden. Dann hatte ich noch so ein paar Ämtergänge und Anträge ausfüllen und so ein Scheiß. Und das ist für mich immer so ein bisschen stressig. Deswegen kann ich mich da auch Mir nach! nicht so wirklich auf viel andere Dinge konzentrieren, beziehungsweise neige ich dann dazu, mich irgendwie nicht mit Let's Plays abzulenken. Wo ist eigentlich der... Ach so. Ich will nur helfen. Ich muss ja alle ausrüsten, ne? Da ist noch einer. Das ist vielleicht ganz schlau, wenn ich alle mitnehme. Ging ja mit Q. Habe ich nicht vergessen. Hab's nur übersehen. Ja. Und dann war noch so viel Neues, es kamen so Updates für Spiele raus und ich habe mir ein Spiel geholt und naja, so die ganze Sache. Ich habe auch eventuell so ein oder zwei Spiele gefunden, die ich noch Let's Playen kann. Im Summer Sale habe ich die geholt. Ja. Sie werden diesen Tag verfluchen. Und ich hatte das Problem, dadurch, dass ja... Ich muss ja Herr der Ringe über Laufwerk spielen. Ich habe ja noch das alte Ding mit der Disk und so. Komm schon, Samwise. Und mein Problem ist, mein Laufwerk hat so einen kleinen, ja, ich nenne es mal Wackelkontakt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nenne. Es ist halt so, das eine Kabel, das neigt dazu, einfach so locker zu werden und dann knickt es so ein bisschen nach unten und dann ist mein Laufwerk plötzlich nicht mehr vorhanden. Und ich merke das eigentlich immer nur dann, wenn ich es brauche. Und dadurch, dass ich ja das Kabel wieder dran machen muss und dann neu starten muss, habe ich irgendwie nie Lust, dann extra meinen PC neu zu starten deswegen. Und ach, so ist das halt, ne? Deswegen hat sich das noch ein bisschen verzögert mit dem Aufnehmen, weil ich eigentlich mit Herr der Ringe weitermachen wollte und nicht mit Skyrim, damit so ein bisschen Abwechslung dabei ist, ne? Komm schon, Samwise. Aber naja, jetzt hat sich's ja wieder ergeben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht ganz so böse. Aber holt mich runter, ich hänge fest. es hat sich ja keiner beschwert.
Da ist noch einer. Also einer. Einer hat gefragt, ob ich aufhöre. Aber ich denke, ihr kennt mich jetzt schon. Also die, die mich jetzt schon länger verfolgen, kennen mich gut genug, dass ich einfach mal weg bin. Und ich bin jetzt auch nicht, ich lebe nicht davon, ich kriege kein Geld dafür, das ist ein Hobby und ich denke, es ist mein gutes Recht, dass ich einfach mal auch nicht meinem Hobby nachgehe. Ich meine, ich bin ja, ich mache das zwar auch für euch, bitte, schneidet mich los, damit ihr was zu gucken habt und ich möchte euch ja auch gern damit unterhalten, aber ja, es ist halt, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, ne? Wie ungeil war, dass die gerade alle sterben. Aber naja. Gucken wir mal. Wird schon. Machen wir hier das Licht an. Vielleicht stört ihn das. Hoffentlich. Ist er tot? Ja, gut. Huch! Nein! Immer dieses... Ich weiß... Ich kann mir nie merken bei Spielen, wo man Escape benutzen darf und wo nicht. Bei manchen geht das. Aber bei manchen nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, ansonsten gibt es nichts weiter Neues bei mir. Ist halt alles so ziemlich... Achso. Achso, stimmt, ja. Ich habe gar keine Nahkämpfer mehr. Und das kann man ja nur mit dem Schwert kaputt machen. Man kann den ja nicht mit dem Pfeil abschießen. Das geht ja nicht. Ich will nur helfen. Ist dieser Weg sicher? Ja, meine Mäuschen leben noch. Ich lebe noch. Es ist warm draußen. Sonst gibt's nichts. Ich bin schon da. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das... Ich glaube, ich hatte es während des Skyrim Let's Plays erwähnt, das jetzt auch schon wieder ein Monat her ist. Ich hatte ja mein Arbeitsspeicher aufgerüstet von 8 auf 16 GB, weil ich doch gemerkt habe, dass es langsam nötig wird. Gerade weil ich jetzt so das ein oder andere Spiel habe, das so ein bisschen mehr frisst. Wo dann 18 knapp werden, eventuell. Wir müssen aufpassen. Das ist ganz gut so. Finde ich. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich einfach auf 12 hochgehe, aber dann dachte ich mir, na, wenn ich schon mehr habe, dann mache ich gleich 16. Bevor ich dann wieder losrenne und noch mehr brauche irgendwann. Ja, ja, so ist das. So ist das. Ich will nur helfen. Ich bin schon da. Ja, ansonsten habe ich extrem viel Subnautica gespielt. Wobei jetzt erst wieder seit das neue Update da ist. Ich habe mich immer extra zurückgehalten, um dann auf das Update zu warten. Das Update hat überraschend lang gedauert. Ansonsten habe ich unglaublich viel Ark gespielt. Ich hatte auch echt nichts dagegen, Ark zu Let's Playen. Das Problem ist nur, das Spiel ist zwar schön und so, aber es läuft unglaublich schlecht. Also die Performance ist echt unterster Bereich. Wenn ich Glück habe, dann läuft es gut auf 22 FPS. Und das ist, naja. Gibt Besseres, ne? Mach die mal weg hier. Die stören mich. Nee, also ich meine das hier, das ist Herr der Ringe, das läuft auf 30, weil es ist halt alt. Und das merkt aber keine Sau, weil es läuft die ganze Zeit auf 30 FPS. Hier gibt es keine Einbrüche, hier gibt es keine Ruckler. Außer vielleicht einmal in 3 Stunden Spielzeit oder so. Und bei Ark ist es halt wirklich permanent, dass man dann erstmal kurz stehen bleiben muss, bevor er sich wieder beruhigt hat. Aber das liegt nicht an meinem Computer. Mein Computer hat da deutlich genug Ressourcen dafür. Es ist einfach nur, das Spiel ist einfach nur sehr schlecht ausbalanciert. So. Habe ich hier denn soweit alles oben? Ich denke ja. Hierher! Hol mir erstmal den Typen. Sieht nämlich so aus, als hätte ich den vergessen. Wieso steht er eigentlich da noch rum? Wir können hier kein Nickerchen machen. Na egal. Nee, also sollte ich jemals darauf kommen, Ark zu Let's Playen, dann erst wenn das mindestens auf 30 FPS läuft. Und das tut es noch nicht. Also konstant auf 30 FPS. Ansonsten wird das nichts. Das ist.
Schneller! Ich spiele es aber trotzdem. Ich tue mir das an, weil ich es einfach nur geil finde. Ich mag Spiele, wo mir keiner sagt, ja, du musst das und das machen, damit das und das passiert und du weitermachen kannst. Ich bin einfach so... Ich habe am liebsten Spiele, wo ich mich selber tun kann, wo ich mir meine eigenen Ziele setzen kann und so, denke ich. Eigentlich bin ich perfekt für so Survival-Spiele. Muss sie durchschneiden. Ja, musst du machen. Sie werden diesen Tag verfluchen. Deswegen komme ich auch so gut mit Subnautica klar, wo dann andere sagen, oh ja, das ist so nach 3 Stunden langweilig. Bitte schneidet nicht los! Mein neuer Spielstand hat jetzt 12 Stunden. Da ist noch einer. Und das Update ist jetzt erst seit ein paar Tagen draußen. Ich meine, ich spiele jetzt natürlich auch nicht jeden Tag so viel. Wenn, dann spiele ich 5 Stunden am Stück oder so. Samwise lässt dich nicht im Stich. Ja, und Terraria habe ich halt viel gespielt mit meiner Freundin zusammen. Ich bin schon da. Im Mehrspieler. Wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht ein Let's Play damit machen, aber es ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Terraria Let's Playen will, weil es doch recht lange dauert. Und ich halt mein Lebensprojekt Skyrim schon am Laufen habe und keine Ahnung. Weiß nicht, ob das da so praktisch ist. Ich hatte sowieso überlegt, ob ich vielleicht noch ein drittes Spiel spiele. Also 3 Spiele gleichzeitig so gesehen. Das immer im Wechsel. Weil ich doch merke, dass 2 Spiele... Ich meine, Skyrim wird mir nie langweilig. Skyrim habe ich immer Lust. Aber gerade Herr der Ringe, da denke ich mir dann meistens, oh, mein Laufwerk wird gerade nicht angezeigt. Ich habe keine Lust, neu zu starten. Lass ich es doch mit der Aufnahme und so. Ich glaube, das ist ein bisschen doof. Deswegen ist vielleicht ganz gut, wenn ich noch ein drittes Spiel anfange. Ich meine, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mehr Aufnahme übrig habe und ich mehr hochladen kann, obwohl ich zum Beispiel keine Lust habe aufzunehmen. Sag mal, laufe ich hier im Kreis oder so? Na, jetzt sind wir wieder hier, okay. Irgendwo hier ging es doch. Ich glaube hier. Hier müssen wir. Gut, gehen wir wieder da lang. Bitte. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, wann ich angefangen habe aufzunehmen, ne? Ich verlerne immer das Aufnehmen so ein bisschen. Dumm quatschen kann ich immer, aber Zeit achten? Ne. Ach ja. Nee, ich habe mir überlegt, als Spiele, die irgendwann mal kommen werden, was tue ich hier eigentlich? Ich will nur helfen. Sie werden diesen Was tue ich Tag eigentlich? Versuchen. Ich weiß es nicht, keine Samwise Ahnung. Lässt dich nicht im Stich. Komm schon. Nee, ich habe mir geholt einmal Epistory. Das ist ein ganz spezielles Spiel. Dazu, also... Ich muss noch überlegen, ob das wirklich als Let's Play geeignet ist. Weil das Besondere an dem Spiel ist, man braucht keine... Maus. Und alles, was man tut, macht man, indem man schreibt. Man tippt auf der Tastatur Wörter ein. Das ist so das Prinzip des Spiels. Man tötet Gegner, indem man Wörter tippt und so. Samwise lässt dich nicht im Stich. Und für mich ist das perfekt, weil ich habe 10 Fingerschreiben blind gelernt in der Schule und ich schreibe sehr gerne und sehr viel. Und deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt schlecht im Spiel. Ich habe auch extra nur kurz angespielt, um zu testen, damit ich das eventuell blind spielen kann. Also gut. Muss ich mal überlegen, ob das was ist. Lässt dich nicht im Stich. Weiter. Und dann habe ich mir noch geholt, das Spiel, das Namen ich mir nie merken kann. Irgendwas mit einem Kartenspiel. Irgendwas. Hand of Fate? Heißt das so? Ja, ich glaube irgendwie so. Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, was ich spielen würde für den Kanal. Ich werde jetzt Sam einfach mal irgendwo hier abstellen. Weil ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich nah an Kankra dran. Und ich will ja nicht, dass sie den schon wieder niedermacht. Die neigt ja dazu, den als erstes anzugreifen. Und darauf habe ich keine Lust. Das sollte ja mal irgendwie weggehen. Genau das meinte ich gut. Habe ich gut gemacht.
macht sie fertig. Einmal Licht. Die läuft jetzt nicht wirklich dem entgegen, oder? Verlass dich auf mich. Sam, du musst weg. Laufen die ihr wenigstens hinterher? Nicht wirklich, ne? Hab's gemerkt. Scheiße. Das ist doch Dreck. Warte mal, ich lasse jetzt mal Sam hierher laufen. Vielleicht funktioniert das, wenn er einfach vorbeiläuft? Ach nee, es funktioniert ja nicht. Der ist zu langsam, ne? Oder vielleicht doch? Nee, es funktioniert nicht. Nee, es funktioniert nicht. Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen. Ich werde nie wieder Elben sehen. Kann er vielleicht irgendwie... Unsere Elbenmäntel verbergen uns. Ja! Stößt sie wirklich nicht? Oh, können die mal schneller kommen hier? Vielleicht?